Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Destiny auf der Xbox One wieder, wo ich immer noch Dunkelheit lauert spiele, die letzte Questreihe von den ersten DLC, der um Crota handelt und Oryx und bla 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 und halt die bösen Schar. So, die nächste Aufgabe von diesem Krug, den man hier hatte, da soll man Urzok töten in der Himmelswacht. Die Himmelswacht befindet sich im Kosmodrom auf der Erde. Da fliegen wir jetzt hin. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir den sofort. Weil dieser Typ, der steckt ganz schön ein. Der kommt auch nur, wenn in dem Gebiet Himmelswacht ein Event stattfindet. Dann kommt er noch dazu. Und alleine ist er eigentlich... ja, vielleicht unmachbar, ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt probieren. Wenn wir Pech haben, sitzen wir hier 60 Stunden. Oder mehr. Oder wir haben Glück, kommen gleich an. Event. 4, 5 Leute da, dann wird er kalt gemacht. Man kann ja Glück haben. Suchen wir mal Ärger. Au. Geh weg, du Gleiter. Oder beziehungsweise Schweber. So, die Himmelswacht befindet sich noch... oh, 2 Gebiete weiter, glaube ich. Immer das hier. Mal da drin in den Komplex und dann, wenn man aus dem Komplex rauskommt, dann kommt schon die Himmelswacht. Ah, warum hat das Ding kein Radio? Schöne Musik. Auf diesen Gleiter hier. Geht weg, ich will nichts von euch. Erst im nächsten DLC werden die Gefallenen kalt gemacht. Im ersten waren ja die Schar dran. Aber das zweite DLC haben sie ja schön nach hinten verschoben. Ich würde mich nicht wundern, wenn es nochmal verschoben wird. Von euch will ich auch nichts, aber... ja, jetzt sterbe ich hier vielleicht noch. Ich will doch gar nichts von euch. Viel so viel Zeug hier. Aua, aua, aua. Was? Oh, mein Schild ist aufgeladen. Sehr gut. Schnell weg. Weg, 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 weg. Ich hätte natürlich alles umbringen können, aber warum? Die kommen ja immer wieder. Oh, es sind sogar ein paar Leute hier. Ah, aber so wie es aussieht, gehen die zum Strike, zu Omnigul. Ja. Nee, doch nicht. Geht weg. Ich will das Event hier haben. Aua. Schade. Der läuft jetzt auch rein. Also bin ich ganz alleine hier. Ich hab zwar meine Geduld und Zeit bei. Und alle Waffen auf, ach, welcher Schaden war denn das? Das ist doch... was ist denn das? Arcus, glaube ich. Blau. Habe ich eigentlich alle drauf ausgerichtet, weil dieser Typ hat blaue Schilde. Schnauze da unten! Hol lieber dein Onkel. Urzok oder wie er heißt. Was willst du von mir? Hopp. So. Jetzt müssen wir hier auf das Event warten. Das ist eigentlich... Das Schlimme ist, wenn man es nicht schafft, muss man auf das nächste Event warten. Richtig hässlich. Entweder kommt hier ein abgestürzter Kriegssatellit. Oder es gibt noch eine Variante, da greifen sich die Feinde gegenseitig an, die Gefallenen und Schar. Und dann kommt das ziemlich zum Schluss, oder zu der Hälfte des Fights, kommt noch dieser Typ dazu. Naja, jetzt heißt es abwarten. Abwarten.
So, gucken wir mal hier rein. Oh oh. Aua. Ja, natürlich. Schlägt er mir erstmal. Hier drin ist eigentlich meistens eine Truhe, wie gesagt. Aber natürlich immer nur dieses Drehmetallkram. Sehr selten, dass man da mal was Gutes rausbekommt. Was ist denn? Halt ab. Nimm die Hand. Ja. Der Blöde ist auch, wenn man jetzt mitten in der Woche die Quest macht. Ich glaube, wenn man die abgeschlossen hat, muss man sie beim Schwarzmarkt-Typen abgeben. Und der kommt nur am Wochenende. Da kann man wieder schön ein paar Tage warten. Aber wenn ich den platt habe, kann ich gleich abgeben. Heute ist nämlich Samstag. Das passt. Kann ich den schon abgeben. Das könnte hier mal endlich was anfangen. Ich glaube, die Events kommen so um den Dreh von 45 Minuten immer. Wenn ich Pech habe, war das erst und ich kann hier schön eine halbe Stunde warten. Und alleine ist es richtig scheiße. Was? Oh, eine Kiste. Cool, da ist jemand in der Nähe. Was ist das denn? Mutters Lakaien greifen sie an. Oh, da sind noch mehr in der Nähe, aber jetzt sind wieder. Na, wird Omnigul sein. Manchmal ist hier auch irgendwo eine Kiste. Aber diesmal nicht. Oh, dieses blöde Event. Jetzt kann man hier schön abgammeln. Wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe, werde ich den Part schließen und dann probieren, so, ja, so wie es halt dauert, den zu machen. Dann melde ich mir im nächsten Part wieder, wenn ich das Ding habe. Aber das nur im schlimmsten Fall. Ansonsten will ich den eigentlich legen. Aber alleine ist es halt nicht so einfach. Weil der haut dann auch ab, wenn das Event weg ist. Verschwindet einfach, löst sie auf. Auch wenn er noch kurz wenig Lebensbalken hat oder so. Er verschwindet einfach. Jede Menge Flugzeuge. Friedhof für Flugzeuge. So, jetzt könnte hier aber mal was kommen. Ich kann ein bisschen tanzen. Es gibt hier sogar eine Sache, die hat eigentlich mit nichts zu tun. Keine Quest, mit gar nichts. Aber ich
Man kann hier Totenruhe stören. Dann müsste man eigentlich... 1 Million Tote sind nicht genug für Meister Raoul. Ja. Für Meister Raoul sind so viele Tote sind nicht genug. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Man kann es immer in der Höhle hier andrücken. Aber das ist vielleicht eine Anspielung auf die Loot-Höhle. Wer weiß, wer weiß. Oder was anderes, ich habe keine Ahnung. Ach, das ist ja so dämlich, diese... Ach, diese... Also diese Quest-Ding von der Urne, die ist total für den Arsch. Was ist das denn hier? Was bist denn du? Kein Schwertträger. Von der Bewaffnung und Rüstung her bin ich eigentlich komplett hoch. 32, besser gibt's eigentlich gar nicht. Aua. Wichser. Komm, wir laufen im Schnee. Und hinterlassen unsere Spuren. Hui. Eigentlich sehr cool gemacht, finde ich cool. Sehr cool. Cool, cool. Man hinterlässt seine Spuren. Aber man hat nicht das typische Schneegeräusch, wenn man drauf tritt. Dieses Knarksen. Oder? Ah, vielleicht ganz leise. Ein Fuß nach den anderen. Hui. So, bitte ein Event. Ba, ba, ba. Hier hinten gibt es auch nochmal einen Raum, wo eine Kiste sein kann. Ich glaube, hier war ich eigentlich vorhin schon drin. Tü-tüm. Ich sehe eine Kiste. Oh, da ist immer nur Müll drin. Keine Kiste, keine Kiste. Oh, hier hinten sind auch manchmal welche. Oder hier Drehmetallpflanzen. Hölle. Level 4er. Ich glaube, der kann mir nicht helfen. Das geht nicht. Was hat hier eigentlich ein Level 4er zu suchen? Sind die in seinem Level? Oh. Lalala. Das lag kein. Alter, habt ihr. Pass mal auf, komm gleich runter da. Setz mir jetzt hier hin. Oh mein Gott. Die Sonne geht schon unter. Sonnenschein. Vielleicht kommt eine Einblendung. Oh, das lag kein Dring in die Welt ein oder irgend so was. Dann kommt nämlich der Schwertmeister. Der Schwertmeister. Ich habe auch für meinen Warlock hier beide Fokusleisten komplett voll. Sollte man eigentlich haben. Da kann man immer gut switchen. Ja, jetzt wird's dunkel. Weil zum Anfang, wo ich die Let's Plays gemacht habe, war ich ja leeren Schaden von Warlock her. Jetzt habe ich dieses Feuer.
entflammen. Glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, das ist auch ein Warlock. Jetzt rennt der da rein. Da unten ist der Schwertmeister. Na, kriegt er ihn? Durchaus möglich, dass er versagt. Ne, da ist er. Klinge von Krota. Schieße natürlich vorbei. Natürlich schieße ich vorbei. Wie sollte es auch anders sein? Schieße immer vorbei. Entweder lade ich nach oder schieße da, vorbei. Ah, diese blöde Event-Kacke hier. Ich hab so einen Shader, also so eine Farbe von der Rüstung her, habe ich von der Monarchie gekriegt. Die sind sehr selten von der Fraktion. Es gibt sogar Raumschiffe von den jeweiligen Fraktionen. Die sind immer etwas selten. Ich glaube, das da ist auch ein Warlock. Ballert ihr auf mich? Seid ihr bekloppt? Pisst euch. Lass mich in Ruhe. Die schießen mir in den Kopf. Was schreit hier denn so? Event. Ich will mein Event. Jetzt, unsere Feinde greifen sich gegenseitig an. Aber sollte man sich noch raushalten? Weil dieser Typ, der kommt erst, ja, wie gesagt, von der Mitte her zum Ende hin. Und ja, da sollte man halt warten. Der kommt auch mit einem Raumschiff und Einblendung kommt auch. Können sie ruhig angreifen, die Wichser. Es ist jetzt sogar ein 31er da. Jawohl. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Das wäre richtig, richtig gut. Ja, eine Hexe. Hör auf da. Jäger. Lass mir doch mal in Ruhe, Mann. Hau ab. Das Schwert ist eigentlich auch ganz gut für den Fetten, der später kommt. Aber bis dahin ist das Schwert der Gegner verschwunden. Das hat immer nur so ein, ja, 45 Sekunden Timer oder so. Bleibt nicht so lange. Das ist er auch nicht. Wo ist der Wichser? Ich schieße natürlich daneben. Hat Tomaten auf der Augen? Der metzelt sich gut da lang. Na, jetzt müsste das doch langsam hier irgendwo kommen. Wo bleibt ich denn? Wenn er erscheint, werde ich erstmal schön mit dem Sniper ein paar Mal rufdonnern. Und dann werde ich das LMG nehmen. Wo bleibt er denn? Natürlich. Ich hasse diese Waffen.
Jetzt. Sehr schön. Da ist er. Alles auf eine Karte. Jawohl. Ich hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Das kann ich eigentlich noch. Wow. Wollte ihn doch nur wiederbeleben. So, jetzt können wir eigentlich gleich zum Turm. Ja, da kommt noch ein Sweater. Sind die alle nicht ganz bei Trost? Aber es hat ja ganz gut geklappt, finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Hätte auch passieren können, dass ich alleine hier rumgammel. Aber den hätte ich, glaube ich, auch alleine bekommen. Den haben sie, glaube ich, abgeschwächt. Oh, das wird mir jetzt zu bunt. Erleben! Ich bin ja mal sehr, sehr hilfsbereit bei Leuten, die es verdienen. Die ziehen sich zurück, jetzt ist abgeschwächt, jetzt hauen sie eigentlich ab. Also noch einmal wiederbeleben. Oder auch nicht. Denn nicht. Haben die weggebeamt. So, dann können wir eigentlich zum Orbit. Weil wir müssen eigentlich in der Stadt. Glaube ich. Das werden wir jetzt sehen. Wenn er nicht so lange laden würde. Jawohl. Jetzt müssen wir erst zu die Iris. Die sitzt natürlich in der Stadt. Das machen wir noch. Und dann werde ich den Part Schluss machen. Und dann denke ich mal, kommt das letzte. Und dann sind wir mit Crota durch. Mehr Missionen und Quests und so gab's da nicht. Dann sind immer nur. Dann ist immer nur der Schlachtzug. Aber den schaffe ich alleine nie. Bis zur Hälfte kann man es schaffen. Locker. Alleine. Na los, flieg runter. So. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt von uns will. So viele Jahre verloren, aber das war es wert. Was? Bringe die Urne zum Mond. Es ist die letzte Mission. Die Urne ist voll. Mission, glaube ich. Die letzte Opfergabe ist bereit. Kehre zum Mond zurück. Bringe mir die Augen des Verdammten. Bringe mir die Augen des Verderbten. Was war das? Man wird sich an dich erinnern. Da muss ich jetzt nochmal im Orbit. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Eigentlich müsste jetzt noch eine Mission kommen. Glaube ich. Ist schon eine Weile her, wo ich das mit einem anderen Charakter gemacht hatte.
So, gucken wir mal auf den Mond. Ja. Das ist diese Mission. Die werden wir auch auf 26 machen, weil die ist echt krass, finde ich. Ritual der Opferung. Die hat's, also die Mission hat's in sich. So Leute, dann mache ich jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Destiny bei der Mission Ritual der Opferung. So, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.